62. 69, 400. War es ja direkt genau. 62 und 469, ne? Kannst auch schnell fahren übrigens mit dem Boot, ne? Ja, ich hatte vorhin nur Angst, dass ich wieder. Ich wollte vorhin schnell und da habe ich aus dem Schiff gedrückt. Da hatte ich jetzt Angst. Ja, jetzt fahre ich schnell. Da verbrennt man auch nicht mehr Kalorien, ne? Nenn die Katze Eve. Oh. War Ivo, 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 ne, war der Hashtag. Ja, Ivo mit 3 O, genau. Ist voll süß. Ich nenne den Papagei. Ja, auch Ivo wäre blöd, ne? Ich muss den McChicken nennen oder so. Double McChicken. Aber da brauche ich erstmal einen Name-Tag. Oh! Habe ich genug. Echt? Oh, geil, heute ist Weihnachten. So. Wie ist das noch weit? Kann man schon sehen? Leute, bin ich ein Ehrenmann oder bin ich kein Ehrenmann, dass ich jetzt eine halbe Stunde überzogen habe? Ja. Ein krasser Ehrenmann bist du. Ein krasser Nifty Squad Ehrenmann bist du. Du bist auf jeden Fall in den Nifty Squad aufgenommen. Das Niveau ist auch gut, hä? Momus weg. Was? Yves hatte doch schon immer einen Vogel. Ha ha Boah, bin ich ha. froh, vor allem ich hätte nicht gedacht, dass ich für mich auch noch was finde. Ein Ehrenmo. Ehrenmo ist gut. Ja, vor allem eine Katze ist so cool. Ich muss, also wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal, kommst du dann wieder mit und Boah, wir wer holen. die. Ja, auf jeden Fall. Und wer mir die tötet, ne, Oh, ich sehe es schon der wird nicht kommen. glücklich. Ich sehe es schon kommen. Das ist doch ein gefundenes Fressen. Ich würde die auf jeden Fall verstecken, glaube ich, an deiner Ja. Stelle. So, warte mal, wir sind jetzt bei 10. Kurz mal hier drumrum wieder fahren. Voll schön, so eine Seefahrt, ne? Ja. Kann man eigentlich größere Boote bauen? Nee, ne? Nee. Oh, das wäre geil, wenn es mal so richtige Schiffe geben würde. Das wäre. Oh, das könnten sie eigentlich bei diesem Underwater. Das wäre doch mal was. Mit so einem Segel. Oh Gott, ein Segelboot wäre geil. Ja. Aber dann müssten sie irgendwie Wind implementieren. Ich glaube, das ist Es gibt nicht. bestimmt so Mods dafür, aber so normal wäre geil. Das wäre ein richtig. Ein Schiff wäre geil, wo die Leute so oben drauf auf Deck stehen können und einer ist so der Steuermann. Das wäre Ja. richtig geil. Könnte Noah ja vielleicht irgendwie mal eben kurz scripten neben dem Studium. Hat da nichts zu tun, der Noah. Oh, wie süß mein Papagei hinten auf dem Beifahrersitz Geräusche macht. Ach ja. Hallo? 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 Sei am Stream. Ja. Uah! Mag. Oh. Oh, was? Oh, was? Bist eifersüchtig ein bisschen, ne? Mann, ja. Das ist zu geil, ey. Egal, Ah, guck mal, hier ist die Burg ich von bin einen Winnie. Schritt, ich bin einen Schritt voraus, Eve. Kein Problem. Ich habe etwas, was du niemals haben wirst. Oh, What the fuck, was ist das? Die Burg von Veni. Ach, ich weiß wo, dann weiß ich ja, wo wir sind. Ja. Willst du dann von Cool. hier aus laufen? Ja, kann ich machen. Von hier ist ja easy money. Da bin ich ja direkt hinter Ja. Spark im Prinzip. Genau, gut, dann fahre ich schon mal weiter zu Ja, Utopia. ciao. Ich wink noch hinterher. Tschüss. Bye bye. Danke. Kein Ding. Oh Gott, Richtung Sonne. Voll romantisch. Ich bin so ein Ehrenmann. Ja, das ist wohl wahr. So, jetzt ganz schnell nach Hause, aber ganz, ganz schnell. Boah, wo kommt man hier hoch? Boah, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wo ist er noch hin? Ah, nee, warte mal. Scheiße, wie kriege ich den denn aus dem Boot wieder Das raus? Boot kaputt machen einfach nur. Das Boot draufschlagen, aufs Boot schlagen die Okay. ganze Zeit. Hintereinander weg. Und dann einfach Dings. Aber ich hätte auch Angst, dass ich, wenn ich mich aus dem Boot auslogge, die Katze weg ist. Deswegen fahre ich auch noch schnell nach Hause. So. Ja, komm. Komm, bevor es dunkel wird. Komm einfach mit. Oh Gott, ey, jetzt komme ich hier nicht hoch. Komm. Er kommt, alles klar, okay. Schnell, 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 jetzt schnell nach Hause, schnell. Oh, scheiße, aber meine Bude ist auch noch nicht richtig ausgeleuchtet. Vielleicht sollte ich das mal als erstes machen noch.
bevor ich den da reinsetze. Oh Gott. Gott, ist das aufregend. Oh Gott, bin ich froh. Achso, die Spende. Oh, sorry. Sorry. Hieb dein Spruch voll mal geil. Schiebst du, ich schiebe ihn rein oder schiebst du ihn rein? Mit dem Vogel rein. Hat natürlich wieder jemand geschrieben, oh, das Zitat, ne? Vielen Dank, You Shadow. Vielen, vielen Dank. Schnell weg. Auge. Schnell weg. Ich hoffe, die Spinne holt sich jetzt nicht. Boah, ist alles voller Spinnen. Nein! Creeper, nein! Nein! Oh Gott, der hat überlebt. Oh, fuck my life, ey. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin einfach nur um mein Leben gerannt, um sein Leben gerannt. Oh Mann, hier ist alles voller Viecher. Scheiße. Gott, ich will einfach nur weg. Oh Gott, ich muss einfach nur in mein Haus. Ins kleine Haus. Komm her, komm her, komm her, komm her. Schnell, 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 schnell. Komm her, komm rein, komm rein. Ja, komm rein. Komm hier rein. Jetzt komm hier rein! Oh Gott. Ist er drin? Nein! Nein! Ohne Scheiß, er ist abgeschossen worden! Als ob. Ohne Scheiß! Von was? Von einem Skelett. Nee, ne? Doch. Okay, ich geh jetzt. Ich bring mich jetzt um. Warte, habt ihr jetzt den ganzen Stream ein Papagei gejagt? Der jetzt gerade erschossen. Ohne Scheiß. Oh Gott. Och Mann, ohne Scheiß. Ey, das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ach Mann. Ach Mann. Als ob. Nee, ernsthaft. Ey, Eve, Mann. Was ist ein Papagei gegen ein Kind? Was? Oh nein. Du warst so kurz davor. Ich war in meinem Haus schon. Und der Papagei ist halt nicht hinterhergekommen. Der ist nicht in die Tür reingekommen. Oh Mann. Belasten. Ich bin übrigens jetzt direkt wieder weg. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Oh Hallo. Nein! Der arme McChicken! Ciao! Jetzt müssen wir ja schon Beerdigung morgen machen, oder? Ja. Oh Gott, ich bin so traurig jetzt. Jetzt haben wir 2 Stunden lang. Oh nein! Scheiße! Och Mann! Diese verfickten Skelette, ey. Das stimmt. Ich hätte mich einfach einbauen sollen. Och Mann, wie man's macht. Das war so klar. Das wäre nicht ich gewesen. Och Mann. Ups. Oh, ich bin so traurig gerade, ne? Das kann, ich habe so wenig Zeit, sowas zu machen, ey. Und jetzt ist er weg. Nein. Oh Mann, ey. Hol Eve einen neuen. Leute, ich muss eigentlich schon seit 2 Minuten weg. Ach, fuck, jetzt muss ich. Ja, warte mal. Außerdem kann er das ja auch gar nicht. Kack, scheiß Fuck-Viecher hier. Och, Mann. Ich ärgere mich so. Oh, Federn gedroppt. Die letzte Erinnerung an ihn. Ja, die müssen wir begraben. Oh ja, es ist ja noch eine Hexe. Alter. Mann. Alter, ey, was ist denn hier auch los, bitte? Ich muss auf jeden Fall, bevor ich mir den nächsten hole... Oh Gott, ich bin gleich tot! Okay. Vielleicht sollte ich mal schnell was essen. Wäre auch eine Option. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay. Alter Vater, das ist so grauenvoll hier alles. Das ist alles so grauenvoll. Das ist alles. I don't want to live anymore. Oh, Mo. Eve, wie heißt du auf. Ja, Eve. Was? Auf Twitch. Eventuell. Folgst du mir noch nicht? Nee. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Also generell, dass ich streame? Oder dass ich jetzt gerade streame? Ja, okay, gut, wenn du es generell nicht weißt, dann weißt du. Also Leute, ich hoste jetzt die liebe Eve. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Wir sehen uns, ne? Oh ja, danke, ne? Es war voll schön. Also, es war trotzdem voll schön. So. Howie. Tschüss. So. Gut, dann bin ich mal weg, ne? Ja, dann mach dir einen schönen Abend. Viel Spaß dir. Und vielen Dank nochmal. Howie. Mach's gut. Tschüss. So, dann mach ich mal hier. TeamSpeak aus. Oh, Leute. Leute. Oh Gott, das ist... Oh Mann, ich weiß gar nicht, das ist so, wie krass ich mich gerade ernsthaft ärgere. Das war alles so perfekt, das lief so perfekt, das Ganze. Ich werde nie wieder einen finden. Oh nein, bitte, bitte keine Ausschnitte machen von meinem geilen Tod, bitte nicht. Oh Gott. Und danke für eure ganzen Herzen. Okay, wir machen eine Mr. McChicken Beerdigung. Wir werden in diesem Hausgarten werden wir ein Grab für Mr. McChicken machen. Oh Gott. Oh Mann. Oh, ihr seid so süß, ihr sagt alle. Du Arme. Müllmandoma hat subskriptioniert. Vielen Dank für deinen Sub und herzlich willkommen im Nifty Squad. Habe ich das richtig ausgesprochen überhaupt? Müllmandoma. Sei froh, du kannst deinen Vogel essen. Ich bin jetzt so traurig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Scheiße, ich habe jetzt einen Hass auf Skelette. Hatte ich vorher auch schon. Ja. Danke, dass ihr so mitfühlend seid. Ich bin wirklich total geknickt irgendwie, muss ich sagen. Es war alles so schön und... Och Mann. Und es wird nie wieder das Gleiche sein. Ich gucke jetzt traurig zu Boden. Mr. McChicken, es war schön mit dir. Chaos Eve lässt uns nicht im Stich. Ja, verdammt, eigentlich, oder? Das ist so typisch. Das ist zum Beispiel auch in Games, die so challenging sind oder sowas. Und ich bin voll gut. Und führe so haushoch. Auf den letzten Metern stolper ich dann. Ja, jeder Mensch macht nur mal Fehler. wann kommt Nifty Squad Merch? Ich hab was Cooles in Planung. Also eigentlich bin ich ja nicht jemand, der sein Merch so vermarktet irgendwie, weil ich weiß auch nicht, finde das irgendwie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das aber ganz cool, weil ich möchte auch was haben, was so Merch 2.0. Und ich bin da was am Planen dran. Weil vom Nifty Squad das Maskottchen ist ein Axolotl. Oh, ich liebe diese Viecher einfach total. Und ich habe jemanden gefunden, der den total cool gezeichnet hat. Und da bin ich gerade dran, den zu kriegen zum Benutzen. Hä? Genau. Warte mal. Warte mal. So. Ich muss aber kurz was nachlesen. Alles gut. Was macht denn Riola eigentlich? Hör mir die ganze Zeit irgendwie Slate. Slate bei Zombies, Slate bei Zombies, Slate. Da, guck mal da oben. Guck dir hier. Was ist denn da los? Zombie Party? Aber ich würde sagen, warte mal. Ach, ich will allein. Ich traue mich nicht live nochmal in den Dschungel zu gehen. Ich finde da ja nie wieder alleine raus. Gott, nee, das schaffe ich nicht. Das Tier sieht aus wie Eve. Was? Ein Axolotl? Oh, Eve, ja, wie geht's dir außer, dass dein Vogel gestorben ist? Ja, ansonsten geht's mir super. Ich überlege gerade. Ich kann mal kurz ein bisschen was anpflanzen jetzt hier draußen von dem, was ich mitgebracht habe. Ach Mann, ich hätte einfach in das Haus hier laufen sollen. Einfach durchrennen, durchrennen, durchrennen. Aber ich war mir... Weißt du, bei dem Haus hatte ich Angst, weil das nicht so sicher ist, weil hier manchmal halt irgendwelche Viecher noch drin sind. Ich höre doch schon wieder irgendwas.
Und da hatte ich einfach ein bisschen Angst irgendwie, dass der dann hier drin ist und hier ist ein Mob drin noch und so. Hatte ich einfach ein bisschen Angst. Und jetzt, dann habe ich es falsch gemacht und bin ins falsche Haus gelaufen. Und dann kam er nicht hinterher und ach Gott. Mann, oh, scheiße. Ach Mann. So, jetzt pflanze ich mir hier das Ding hin. Ich weiß nicht, ob einzelne gehen. Ich mach mal 4, weil ich glaube, das sind so fette Bäume. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Und Oak, gut, Oak braucht noch einen. Sieht voll geil mit dem Text. Das Texture Pack ist so ultra. Das ist echt geil. Was? Ass ist dein Haus? Seit wann kann man nicht mehr donaten? Seit ich jetzt gerade wieder angefangen habe zu streamen, weil ich will jetzt erstmal wieder ein bisschen länger oder häufiger, regelmäßiger streamen, bis ich das mit dem Donaten wieder mache, weil ich finde es irgendwie blöd, wenn ihr dann was donatet. Und dann kommt erstmal wieder kein Stream und ich kann halt irgendwie gerade nicht so garantieren, wann ich, wie oft und wann und wie ich wieder streame und deswegen irgendwie. Ach oh Gott, die hat mir Mo geschenkt, die muss ich einpflanzen. Kann man die in so einem Pot machen hier? Eigentlich? Warte, muss ich mal schnell checken. Weil dann will ich die natürlich in einen Blumentopf machen. Aber ich glaube, die kann man nicht da reinmachen. Da. Doch! So. Ein helles Axolotl oder ein schwarzes? Ich glaube, ich will ein schwarzes haben. Ich finde die schwarzen cool. Sehen die nicht geil aus? Wie so kleine Drachen. Mega gut. Das ist auf jeden Fall das Maskottchen. Und ja. Warte mal, ich baue mal hier ein bisschen den Käfig weiter, glaube ich, noch. Was ist denn? Oh, der kann mich aber nicht dadurch sehen, ne? Doch. Der kann mich erahnen, aber er explodiert nicht. Du Arschloch. Wusstet ihr, dass sich Astloch ähnlich anhört wie Arschloch? Du Astloch. Oh Gott, das ist Pädagogenwitz. Ja, also Axolotl, ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Nifty Squad-Logo zu designen mit der geringen Zeit, die ich habe, mit einem Axolotl oder sowas. Irgendwie sowas. Das soll cool aussehen und dann möchte ich davon Hoodie haben und eigentlich möchte ich gerne einen Hoodie haben und ich weiß nicht, ob das geht mit meinem Merch-Partner, wo so auf den Ärmel was drauf gedruckt ist. Das finde ich total geil. Schauen wir mal. So, warte mal, safen wir mal erstmal das Zeug. Wir können was mit Schokolade machen. Zack, zack, zack. Ach Gott, ja, Mensch. Jetzt hatten wir. Oh Gott, ich bin so traurig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt. Manu. Was? Ein Kumpel hat Axel Lottl. Das finde ich. Also ich würde mir die jetzt nicht halten. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Was ist denn das für eine krasse Musik? Warte, wir müssen nochmal. Ihr wisst, was wir nochmal hören müssen, ne? Pass mal auf. So. Ich kenne den Weg, oh Gott. Ja, ich muss das jetzt mit dem Huhn machen, ne? Aber dann brauche ich noch einen Name-Tag. Dann muss ich, wenn Mo wieder da ist, der ist jetzt weg, muss ich ihn nochmal anschnorren, dass er mir die Seelaternen gibt und Name-Tags. Muss ich nochmal anschnorren. Warte mal, habe ich hier ein bisschen Bone Meal? Dann versuche ich mal schnell hier draußen das, gucken, ob das wächst. Wächst es? Ja, ah ja. Oh, aha, oha. Okay, es geht so. Dann pflanzen wir die mal auf jeden Fall so an. Hier ein bisschen. Muss ja gucken, dass natürlich. Ach, scheiße, brauche ich noch mehr. Sieht cool aus, ne? Wie geil die wachsen. Hammer. So, brauchen wir ein bisschen mehr Bone Meal. Bone Meal haben wir ja dank der Skelettfarm mehr als genug. Oh Gott, puh. Eigentlich habe ich hier auch einiges. Habe ich gerade einen Enderman gehört? Oder war das die Kiste? Boah, ich mache mir schon echt in die Hose. Pflanzen wir mal hier ein bisschen was. Machen wir ein bisschen schön. Komm, hopp. Geil. Ich glaube, der hat nicht genug Licht. Nicht genug Lichtlevel da. Die verteilen wir mal ein bisschen hier.
Das wird noch an. Oh, das wird noch anders. Also das lasse ich nicht so. Guck mal, die Seen wachsen alle anders. Das ist irgendwie total geil. Gucken, ob der da wächst. Ja, der wächst da auch. Oder ich schiebe Hatewelle auf dich. Oh Gott, was machen die denn schon wieder? Das ist so ein Kindergeburtstag, ist das echt Wahnsinn. Eve hatte doch das Texture Pack geändert. Wieso hat jemand was geschrieben? Ja, ich habe eigentlich das. Ja, eigentlich hatte ich das meine Kraft von Honeyball. Das ist nur gerade noch nicht aktuell. Deswegen habe ich jetzt das benutzt. Außerdem. Hä? Was, sollte das nicht Oak sein und das andere. Hä? Ach nee, hoppla. Habe ich jetzt das benutzt, weil das halt gut funktioniert mit dem Haus. So. Boah, regnet das so laut? Moment. Oh, der Regen prasselt auf die Fensterscheibe. So. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch ein paar Fackeln. Wir müssen das jetzt hier alles mal, bevor wir das nächste Mal Papageien holen gehen, müssen wir einen Zaun machen, irgendwie ums Haus. Und wir brauchen mehr Fackeln. Und wir müssen das Loch unten eigentlich da ein bisschen dicht machen. Das wäre auch mal was. Kohle. Habe ich noch normales Holz? Bla. Gar kein normales Holz mehr. Doch da. Eminem ist wieder da. Hä? Ach so, was? Trottel, ey. Mach, das reicht erstmal, glaube ich. So. 16 machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich glaube, hier draußen bringt es nichts, oder? Ich weiß gar nicht. Also ist man zumindest hier den Weg irgendwie ein bisschen safe. Das ist ein bisschen viel. Ich glaube, das sind alle 13 Blocks. Aber die sehen so scheiße aus. Aber wenn er einmal safe ist, der Papagei, dann können wir vielleicht ja wieder ein bisschen Licht wegmachen hier. Wahnsinn, ey. Müssen wir noch mehr Flaggen haben. Hä? Fackeln. So, wir können überall prinzipiell spawnen. Ich glaube, wir müssen noch mehr Fackeln hier verteilen. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Hier oben sind, glaube ich, genug. Das kann man irgendwie überprüfen, wenn man. Ach, geil, ich habe noch gar keinen Shader angemacht. Ich habe noch gar keinen Shader ausprobiert. Wir machen mal den. Natürlich Zeus. Gucken, ob das geht. Hält. Halt, paar Monster fern die Fackeln außen. Ah. So, dann. Wow, geile Hütte. Was? Wie krass. Es sieht ein bisschen komisch aus, ne? Oder? Sieht so ein bisschen aus, als hätte man sowas auf der Optik, ne? Als wäre das Wasser, sieht es aus. Aber es sieht, boah, es ist geil irgendwie. Schon geil, aber irgendwie auch komisch. Boah, hier unten ist noch ein bisschen. Hä, warum ist das hier so dunkel? Boah, guck mal, wie geil mit dem. Boah, Gott, mit der Sonne. Die in das Haus scheint. Leute, ich bin so verliebt. In dieses Haus. Da ist es noch viel zu dunkel. Habe ich hier noch Kohle? Boah, ich höre doch schon wieder. Unten sind doch schon wieder irgendwelche Viecher. Hier unten drunter halt. Das muss ich echt dicht machen. Unbedingt. Unbedingt. Warte mal, dann machen wir schon mal hier ein bisschen das Garagentor wieder heile. Dass zumindest hier nicht die Viecher reinkommen. Hier fehlt aber jetzt noch da wieder was. Toll. Puh. Gott, ist das schön, ne? Wow. Ah, ich mache noch Screenshots. Aber da muss ich dann Interface ausblenden und sowas. Das mache ich in Ruhe. Boah, ist das. Ey, ist das toll. Gott, ist das schön. Leute, was ist das schön? Gott, ist das schön. Ich muss auch leider noch mehr Fackeln holen. Müssen hier ein bisschen. Und wir müssen den Käfig weiterbauen und dann müssen wir unten sicher machen. Hä? 16 Fackeln können wir erstmal hier machen. Hä? Ich habe nur noch. Eigentlich dachte ich, ich hätte noch mehr klares Glas gemacht. Gut, planten wir erstmal die. Oh Gott, ist das schön. Aber ich bin mir nicht sicher mit den Scheiben, mit dem Wasser da. So, erstmal. Da kommt nämlich Glowstone hier hin. Da oben. Guck
kommt Glowstone rein. Die muss ich auch noch besorgen. Gott, das ist schön. So, das müsste eigentlich reichen. Hier muss natürlich noch was hin. Ich kann mich gerade jetzt nicht so auf den Chat konzentrieren, weil ich bin ein bisschen aufgeregt hier. Ich habe eigentlich Angst. Das müsste doch so einigermaßen fernhalten, oder? Reicht das? Ist hier zu dunkel, ne? Ich weiß es nicht. Ich schieb die Panik. Draußen ist, glaube ich, schon wieder was los. Gott, ist das schön. Also Leute, ja, das mit dem... Ich freue mich natürlich, wenn ihr subbt. Das ist natürlich cool. Wie gesagt, ich kann nicht ganz versprechen, wie regelmäßig ich jetzt hier streamen werde. Ich gebe mir natürlich Mühe, so irgendwie einmal die Woche das zu machen und dann die Streams auch auf YouTube hochzuladen, damit alle, die jetzt nicht dabei sein können, das nachschauen können. Und damit natürlich ein bisschen Content auch auf dem YouTube-Kanal kommt, für alle anderen, weil gerade noch zusätzlich Videos produzieren klappt halt manchmal, nicht immer. So, also hier machen wir natürlich noch was hin. Ach, ich finde die Fackeln einfach hässlich. nee, da kann keine Fackel hin. So, das müsste doch jetzt passen, oder? Oh Gott, ist das schön. Das ist einfach wunderschön, dieses Haus. Ich probiere gleich nochmal einen anderen Shader aus. Weil irgendwie finde ich es nifty. Irgendwie aber auch nicht. Aber wo stelle ich mich jetzt hin? Ohne, dass ich Gefahr laufe, wenn ich jetzt den Shader verstelle. Ihr wisst, es ist immer ein sehr heikler Moment. Hier, so. Ich glaube, das passt. Es ist hell genug. So. Ja. So, pass mal auf. Jetzt machen wir... Nein, das ist falsch. Das ist übrigens mein Resource Pack. Das Zoatex Fan Fur. Video Settings, Shader. Jetzt nehmen wir mal den DMS. Habe ich mir extra runtergeladen. Ja, ich weiß, das mit dem Spenden ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Aber das machen wir einfach demnächst mal wieder. Gott, was ist jetzt passiert? Und es ist nur der Shader. So. Der ist ein bisschen gelb, würde ich sagen, ne? Der ist gar nicht so geil. Nee? Der ist nicht geil. Schnell wieder in die Hütte rein und den Shader wieder verstellen. Was habe ich noch? Hört sich gerade an wie ein Zombie. Probieren wir den mal aus. Was? Das ist ja krass. Wo habe ich denn gerade... Achso, die Tür ging wieder zu. Boah, ich habe jetzt schon Paranoia. Oh Mann, der Papagei ist gestorben. Oh mein Gott, wie dumm ist das? Wie dumm es von mir war einfach. Wie dumm. Das, ein paar Sachen gefallen mir hier gut. Also, dass der Himmel irgendwie so blau ist, das finde ich ganz schön, aber irgendwie... Vielleicht kann ich ja ausstellen beim Zeus, dass die Glasscheiben irgendwie so komisch sind. Ich glaube, dann gefällt er mir schon am besten. Und dann muss ich mal gucken. 47 FPS. Ja, gut. Reicht, ne? 57, 39. Ah ja, komm, reicht. Ich glaube, der Zeus haut richtig rein. Das ist richtig krass. Ja, gut. Ne, nicht Language. Video, Shader. Machen wir nochmal. Ich mache nochmal off. Ah, Hilfe. So. Machen wir erstmal wieder aus. Solange das... Boah, krass ist es hell. Nachts. Wow. Ja, ich habe es auch krass ausgeleuchtet, ne? Stimmt. Wie hässlich das aussieht, so ausgeleuchtet. Ich mag das dann, dass so gemütlich ist. Aber das ist echt scheiße, dass es dann nicht sicher ist. So. Okay. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was mach ich? Ich bin total im Arsch, echt. Also traurig. Wo habe ich denn gesagt vorhin, was ich machen wollte? Ich könnte natürlich mein Haus fertig machen. Achso, ich wollte da unten abdichten, ne? Das Loch füllen, aber ich habe nicht genug Material. Eigentlich wollte ich noch allen Leuten sagen, die irgendwas bauen oder die Strip-Minen gehen, dass sie den ganzen Müll mir bringen. So, das mache ich aber offscreen wieder. Das kann ich nämlich schön einarmig machen, wenn das Baby auf dem Arm liegt. Haha. Oh, da ist ein Enderman. Komm her. Na komm. Na komm. Na komm. Durch die Scheibe sieht er mich nicht, ne? Aug in Aug.
Nee, ich glaube, der durch die Scheibe oder auf die Entfernung checkt er mich nicht. Aber der hatte gerade weiße Augen, ne? In den Pool gehen. Ja, Mo hat einen Papagei. Und Kakaobaum habe ich noch nicht. Was? Wie ging das nochmal? Das Kakao muss ich einfach an so einen Baum planten?